eine Haarbürste, keine Ahnung, was das ist, und ein Fidget-Spinner? Das alles sind Amazon Gadgets und ich habe mir random Amazon Gadgets rausgesucht, gekauft und die werden wir heute testen und gucken, wie nützlich die wirklich sind. Viel Spaß! Oder wie kann so ein Fidget-Spinner meine Kamera ficken? So, fang an mit dem ersten Paket. Ich habe, wie gesagt, gar keine Ahnung mehr, was überall drin ist. Ich habe legit keine Ahnung. Dieses Produkt hat gekostet 51 Euro. Skillflux ist a physics-based skill toy that utilizes a rarely knowly law. Okay, ich hab nicht zugehört. Was habe ich gesagt? Okay, ich habe ein Rohr und ich habe eine Kugel. Digga, guck mal. Ups. Digga, warum ist das so? Alter, das ist übersatisfying. Das war's? Das habe ich mir bestellt? Oh fuck. Bin ich guckt? Die bleibt jetzt irgendwie da stecken. Die hat sich da festgedingst. Bruder, ich schwöre, ich krieg die nicht raus, hä? Warum ist die so fest da? Boah, jetzt habe ich sie hier. Digga, was ist das für ein krasser Magnet, aber? Digga, irgendwas hat das. Bro, das ist mein neues ADS-Spielzeug. Ich gebe dem Produkt Real Talk 3 von 5. 3 von 5, weil befriedigt mein ADS. Kann man bei den. Also, guck mal. Au! Alter, was? Nein, das kann nicht sein. Warte, ich kann es einfach so rollen. Bruder, das ist crazy. Das ist wirklich, hier ist das crazy hart. Ich gebe dem Ding eine 3 von 5, weil wenn man so macht, dann ist das schon cool. Weiter geht's. Sarisun Travel Pillow. Und ihr wisst alle, ich fliege sehr viel Flugzeug und kann meistens nicht schlafen da. Und bin da komplett übermüdet über den Tag. Und deswegen habe ich mir das bestellt. Das hat gekostet 15 Euro. Und das soll anscheinend richtig OP sein. Okay, wir gucken mal. Ich kann es halt leider jetzt nicht testen, weil ich halt nicht fliege, haha. Aber okay, das ist das Teil. Boah, das fühlt sich so comfy an. Soweit ich weiß, macht man hier so. Stell dich vor, das hier wäre Flugzeugsitz, okay? Dann macht man so. What the hell? Digga, das funktioniert nicht. So, okay. Und jetzt kann man das hier aufmachen. Boom. Und jetzt kann ich schlafen. Ja. Ja, doch, das hat was. Weil, guck mal, wenn ich jetzt so locker bin und dann kippe ich nirgendwo hinten, checkt ihr, mein Kopf bleibt gerade. Also das hält mich sozusagen. Und meine Augen tun auch nicht weh, weil hier ist so ein 3D-Muster. Aber ich glaube, das ist schon cool. Ich müsste es halt im Flugzeug testen. Das Produkt kriegt von mir 3 von 5. Es ist nicht crazy geil. Und das Ding ist viel zu kurz. Wir hätten es viel länger machen können. Ja. Weiter geht's. Boah, Digga, was geil. Das sind, wie sagt man das auf Deutsch? Keine Ahnung. Kartoffeln? Ich habe keine Ahnung. Das sind richtig cold, Digga. Die könnten im Winter so carryen. Das sind Pantoffeln, Schlepple, Schlappen. Keine Ahnung, wie die Scheiße heißt. Mit diesem Zeug gefüllt. Dass wenn man das in die Mikrowelle macht, dass die ganze Zeit warm bleibt. Digga, das ist übergeil. Warte, ich packe kurz die Mikrowelle. By the way, der Preis von der Scheiße, damit ihr die Fresse haltet, war 20 Euro. Das ist komplett solid. Einfach Bear Young und das Fell für die Füße benutzen. Hast recht, Digga, hast recht. Okay, ich zieh sie an. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Digga, das ist krass. Jeder, der das hält, ist ein Hurensohn. Real Talk. Jeder, der sagt, hol doch Socken. Kühlschkisten, guck mal, wie die aussehen. Drippy as fuck. Die sind nicht zu warm auch. Ich hatte die Angst, dass die viel zu warm sind. Digga, man fühlt sich so an, als würdest du auf Sand laufen, der von der Sonne die ganze Zeit angestrahlt wurde und jetzt warm ist, aber nicht zu warm. Checkt ihr, also nicht dieser komplett heiße Sand, sondern dieser angenehm warme Sand. So fühlt sich es gerade die ganze Zeit an. Das im Winter ist crazy. Digga, das ist 5 von 5 Sternen. Jeder Hater hält die Fresse jetzt. Digga, das ist crazy geil. Vor allem, ich hab immer kalte Hände, kalte Füße. Das ist crazy. W-Kauf. What the fuck? Ich guck mir die Rezension jetzt an von diesem Amazon-Ding. Marcel, 2 Sterne. Obwohl wir nicht in den Schuhen gelaufen sind und die nur liegend benutzt haben, sind die Nähte schon nach dem 2. oder 3. Mal kaputt gegangen. Sodass der Inhalt auf der Couch verteilt liegt. Oh. First of the colors not as pictured. Second from the description I was accepting a smell of lavender. But no, it smells quite unpleasant. Oh mein Gott, Digga, das könnte richtig stinken und alles, ne? Boah, okay, das riecht aber nach Lavendel gerade. Kann sein. Aber das ist bestimmt nicht bei mir dann, wenn ich die benutze, haha. So, nächstes Produkt. So, wir kommen jetzt schon direkt zum totesten Produkt, was ich mir gekauft habe. Sauce Dispenser Gun. Das Produkt, was ich hier gekauft habe, kostet 10 Euro. Damit macht man Ketchup auf Sachen. Ich schwöre, ist krass. Okay, kann sein, ich habe kein Ketchup. Ich weiß es gerade nicht.
Digga, wie groß! Boah, ich dachte, es wäre viel kleiner. Es hat sogar eine Ladung für Ketchup und für Mayo oder Senf. Keine Ahnung, was das ist. Okay, Ketchup oder ein Teller. Oder ich weiß nicht, ob das funktioniert. Muss das Rand voll sein immer? Weil ich versuche mal, ich mache direkt Härtetest. Nur die Hälfte voll. Und ich packe das jetzt einfach da rein. Okay, und jetzt müsste es funktionieren. Digga, was ist das für eine Scheiße? Oh, da kommt was raus. Boah, Digga, nein, das ist aber viel zu schwer zu bedienen. Auf einmal Shotgun geworden, Digga, jetzt meine Tastatur. Oh. Digga, kennt ihr das? Da ist so ein Fleck jetzt und ihr wollt jetzt nicht für diesen einen Fleck extra ein Tuch holen, weil es halt zu wenig ist. Ihr wollt es auch nicht mit dem Finger machen. Und jetzt muss ich trotzdem scheiß... Bruder, ich bin ehrlich, diese Gun ist tot. Wirklich, diese Gun ist scheiße. Das Produkt kriegt von mir jetzt 1 von 5. Das muss auch funktionieren, wenn es halb voll ist. Das kann nicht die ganze Zeit voll sein. Jetzt habe ich nur noch Ketchup auf meinem T-Shirt. Leck mir am Arsch. Kommen wir direkt zum nächsten. 100 Jahre habe ich das gesehen. 100 Jahre und ich habe es noch nie ausprobiert. Das ist dieses, kennt ihr diese TikTok mit diesem... Und dann Bildschirm, guck mal, hier von meinem Handy jetzt. Ihr seht den Dreck. Und das ist dieses TikTok-Ding. Das ist nicht von Amazon, das ist einfach dieses TikTok-Ding. Das kennt ihr safe, das habt ihr safe schon mal gesehen. Das sprüht man drauf und dann wischt man das mit diesem Teil einfach ab und dann soll das clean sein. Dropshipping-Produkt, nein, Bruder. Okay, ich try. Mein Handy hier, ihr seht den Dreck. Ich try, ich sprüh drauf. Und jetzt... Digga, was? Also ganz am Ende noch ein bisschen. Ja, funktioniert so ein bisschen. Mann, Digga, hör auf, die ganze Zeit anzugehen. Ja, funktioniert so... Desinfiziert die Scheiße auch? Weil dann ist ja gut, eigentlich. Glasreiniger und ein Tuch ist besser und billiger. Ja, Bro, du willst doch bestimmt die ganze Zeit so einen fetten Beutel Glasreiniger machen, da drauf sprayen, dann nimmst du auch noch dein Tuch und machst so. Digga, das ist ja einfacher. Deswegen gibt's das ja, aber ja. Ich hab mehr erwartet auch eigentlich. Haha. Ich dachte, das glänzt jetzt so richtig, macht die mit diesem Shiny-Effekt. Ja, 3 von 5. Muss auch den ganzen Bildschirm voll sprühen. Ich teste noch einmal. Oh, jetzt aber. Ja, doch, okay, doch, wenn man es richtig benutzt, ist schon clean jetzt. Und wo das auch OP sein kann, Tesla iPad. Bro, beim Tesla könnte ich das geil benutzen. Digga, da ist das durchgehend dreckig und dann ist das schon geil. Ja, okay, ich gehe hoch auf eine 4. Das Ding kostet... What the flip? 12 Euro für das Ding? Na, Digga, das ist crazy. Also das kriegt ihr bei Alibaba für 2 Euro, Retalk. Wenn ihr das wollt, kauft es irgendwo anders. Nicht bei Amazon. Ich gucke jetzt Alibaba 1 Euro. Screen... Cleaner. Das ist respektlos. 1 Euro 2. 1 Dollar. 1 Dollar und 2 Cent. Mach's nicht so wie ich. Hol's bei Alibaba, wenn schon. Das Ding kriegt von mir doch eine 3 von 5. Tot. Wir machen weiter. Aber ich benutze trotzdem. Ich werde es trotzdem benutzen. Und dann haben wir hier mein Lieblingsprodukt. Einen Hoodie! Oh. Yeah! Nein, das ist ein Ball-Launcher. Automatic Ball-Launcher. Der wirft Bälle. Und ich glaube, der war richtig billig und deswegen war der so krass. Das Ding hat nämlich nur gekostet, abgeschlichen nur... 77 Euro. Aber Retox und Ball-Launcher kostet eigentlich 1000. Also wenn er krass ist, ist er krass. Nur, ja, Digga, googelt mal Ball-Launcher für Tennisbälle. Oh. Was? Das sind nicht mal richtige! What the fuck? Die sind viel zu klein! Okay, das muss man jetzt hier einstecken. Aber man kann sogar Feet einstellen! Guck mal! 30 Feet? Digga, 30 Feet wäre crazy! So, ich habe jetzt auf 30 Feet eingestellt. Was ist jetzt los? Okay, ich teste. Digga, da kann ich mit mir selber spielen, guck mal. Ich werfe das nämlich da rein einfach. Digga, halt deine Fresse. Nichts getroffen. Boah, der Bruder, der wirft aber schon hart. Digga, wie fest? What the fuck? Oh! Die nächsten zwei sind halt dann über low, aber. Also du kannst nicht alle auf einmal machen, du musst immer nur einzeln. Boah, den kann man nicht fangen. Bruder! What the fuck? Digga, warum ist der aber so krass? Digga, hört ihr das? Oh. Nichts passiert, glaube ich. Mein Bildschirm ist jetzt nur aus, aber ich glaube... Hallo? Mein Bildschirm geht nicht mehr an. Hey, ich schwöre, ich habe dich auf den Bildschirm getroffen. Wirklich nicht, ne? Der Start nimmt mich aus.
Mein Bildschirm geht nicht mehr. Es gibt zwei Bildschirme nicht. Jetzt geht nur noch einer. Nee, jetzt gibt wieder zwei. Ah, jetzt! Jetzt geht wieder alle. Okay, es geht wieder. Ja, ich geb dem Ding Re-Rap. Digga, würde das auch normale Tennisbälle ballern können, wäre krass. Aber für Hund auch krass. 5 von 5. Preis okay. Hund happy. Ich happy. Okay, der Preis ist gut. Alright, kommen wir zum letzten Produkt. Rocketbook. Digga, der Preis ist krank. Also wir haben das hier, okay? Und dann haben wir hier, also wir haben hier einmal ein Notizheft. Und dann macht man das halt irgendwie hier rein. Und wenn ich jetzt hier was draufschreibe, oder ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Wenn nicht, dann wurde ich todesgescampt. Wenn ich jetzt hier was reinschreibe, wie zum Beispiel einen fetten Schwanz, so, und nochmal ein Haus, sollte ich diesen QR-Code hier scannen können. Und das, was ich hier drauf gezeichnet habe, müsste auf diesem QR-Code hier sein. Ja, Digga, es ist nicht so. Es ist einfach so mit Scannen. Ich wurde komplett weggescannt. Der Preis von dem Teil ist 55 Euro. Also, ich habe eine Werbung gesehen, da kann man Sachen reinschreiben und man mit einem Kabel an sein Handy verbinden und alles, was ich hier reinschreibe, wird direkt aufs Handy produziert. Und wenn ich hier bei diesem Heft zum Beispiel den Schwanz hier rausmache, dann wird das einfach gelöscht am Handy. Ich schreibe jetzt hier Hallo und ich hab mich verschrieben, keine Ahnung, und mach so, dann ist das beim Handy wieder weg. Aber das ist, ich glaube, ich habe das Falsche gekauft. Ich habe Real Talk das falsche Heft einfach gekauft. Und die Blätter sind wasserdicht, glaube ich. Hä? Hier, guck mal. Ja, sind wasserdicht, guck! Wasserdicht, passiert nichts. Also Tinte abgegangen und alles, aber das passiert. Bro, und reißfest. Ich kann sie nicht zerreißen. Reißfest und wasserfest. Okay, mein Geld hat sich wenig. Also ich werde niemals in dieses Notizheft reinschreiben und ich werde es nicht brauchen. Aber ja, also man kann auf jeden Fall diese, also alles, was man hier schreibt, irgendwie scannen und dann ist das am Handy. Aber das kannst du eigentlich mit jeder App. Dafür brauchst du nicht das. Die Werbung, die ich gesehen habe, da machst du Kabel rein auf dein Handy und das wird Lifetime übertragen. Ich habe anscheinend einfach das Falsche gekauft. W. Ja, jemand schreibt Magnetkugel in Ballwerfer rein. Oder ich muss das eigentlich tryen. Funktioniert nicht. Schau, ob das Blatt feuerfest ist. Auch guter Call. Okay. Es ist nicht feuerfest. Scheiße, das ist peinlich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist Plastik oder so! Fuck! Okay, ihr habt recht! Unlöschbar, weil Wasserfest. Ha! Das brennt weiter! Boah, das stinkt doch richtig nach Papier. Plastik meine ich. Digga, weil das wasserfest ist. Digga, ist ja. Das ist alles noch da. Oh mein Gott, alles nass. Leck mir am Arsch. Okay. Oh. Oder wie lange ist das nicht mehr passiert? What the fuck? Ja, das war's mit Amazon Gadgets. Haut rein, ciao.